werde meine Ticks richtig unterdrücken. Ich bin hier! Na! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, ich bin hier gerade fast runtergeslidet, ne? Zu krank! Zu krank! 3, 2, 1! Kennt ihr hier das auch? Er hat sein iPhone kaputt geworfen! War ich das? Ich hab was? Digga, was? Ja. Ich stand hinter dir, hatte mein Handy so zu boom. Ich hab nur getanzt. Hendo, wenn ihr findet, dass Sebastian das bezahlen muss. Hey! Was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir spielen heute gemeinsam Verstecken in dieser wunderbaren Villa hier mitten in Funchal, in Portugal. Mit dabei sind Quan. Quan. Jon. Tim. Was mit deinem Handy? Nix. Perfekt. Tobi. Juan. Und Dave. Roy Cerrone. Roy Cerrone? Yes. Pepperoni. Irgendwo oben sitzt noch SK am Klo und scheißt, aber wir haben keine Zeit mehr auf den zu warten, deshalb werden wir gleich, während wir Verstecken spielen, stören. Wir haben ein riesiges Haus, eine Menge Versteckmöglichkeiten, wir haben schon unzählige Schäden hier angerichtet. Beispielsweise hast du eine Vase umgeworfen, du hast die Bank kaputt gemacht, er wipe den Kühlschrank. Also ich mach dein Handy. Ich würde sagen, startet alle eure Mobile Phones. Wer Format? Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit zu verstecken und eine Minute und die Zeit läuft ab jetzt. 3, 2, 1. Ich kenne mich gar nicht aus in diesem Haus. 30 Sekunden kurz gefragt. Freunde, ich hab das Beste versteckt. Ja, das Geile ist, Leute, dieses Haus ist unglaublich riesig. Es gibt 10 verschiedene Secret Dungeons hier. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Platz in diesem Haus und ich glaube, gerade mit Gewitter im Kopf verstecken spielen wird extrem lustig, weil falls ich Jan da nicht finde, da gibt es ein paar Geräusche und Wörter, da werde ich ihn dann finden an der Stelle. Kann man hier rausgehen? Okay, abgeschlossen. Ich hoffe, dass wir unsere Kaution hier zurückbekommen in diesem Airbnb seit dem Eintreffen von Max und Sebastian. Seines Zeichens Krankrafter und SK sind dann noch mehr Dinge hier kaputt gegangen. Oh, das ist. Oh, das ist. Ich glaube, ich werde hochgehen. Ihr seid hier auch hoch. For all of this, hey, go away from me. Okay, Leute, ich bin einfach mal gejoint. Ich habe sie hochrennen sehen. Jetzt join ich auch beim Heiden. Digga, mit dem. Nicht beim Einverstecken. Das darf man nicht. Ich werde meine Ticks richtig gut unterdrücken. Ich schaffe das schon. Aber ich muss irgendwie dieses scheiß Licht auskriegen. Wo ist es? Scheiße. Wenn ich allein bin, dann kann ich das. Ich schaff das, ich schaff das. Ey, hier ist ein Schrank, Max. Alter, warte. Oh nein, hier ist dunkel. Bruder. Was ist das denn? Also ich habe definitiv das Versteck mit der besten Aussicht. Damit er mich nicht direkt sieht, werde ich mich hier neben dieser Kante hinlegen. Oh. Oh, Leute, ich decke mich noch mit einer Decke zu hier unter dem Bett. Ich gehe auch hier hoch. You go away! You stay down here. This is not the best. Okay, Leute, wir sind auf dem Dach. Wir gehen ein bisschen weiter, Dave. Was ist das? Ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir beginnen die Suche in 3... 2. Wenn ich ihn nicht höre, kann ich nichts unterdrücken. 1. So, I'm here. Leute, ich bin unter dem Bett, unter einer Decke. Das ist heftig. Let's go, okay. Ich fange an. Auf geht der Hase. Gut. Ich suche. Okay. Hi. Ist das dein Ernst? Ist das dein Alter, geh nach oben, versteck dich nochmal! Ich wollte mich zuerst in der Küche verstecken, aber da war es abgeschlossen. Okay. Und dann habe ich gedacht, wenn ich dich nicht höre, kann ich meinen Ticks unterdrücken. Ich gebe dir noch eine zweite Chance, bis gleich. Okay, ich drehe mich um, ich habe nichts gesehen. Das war jetzt relativ easy. Das erste, was ich höre, ist Arsch und natürlich ist er da drin. Oh mein Gott, Digga. Digga, ich bin hier gerade fast runtergeslidet, ne? Guckt euch das an. Hier geht's so komplett runter. Let's have a look at the kitchen, guys. Okay, ain't nobody in here. Sieht ziemlich clean aus hier. Wir draußen jemand stehen. Könnte sogar sein, dass sich dort jemand eventuell durch die andere Tür hat rausgeschlichen. Ah, nee. Das passt. Ich täusche das vor. Passe ich unter die Couch? Passe ich drunter? Ich passe nicht drunter. Safe, man sieht mich hinter dem Vorhang. Boah, ist das ein dummes Versteck. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, was ist in meinem Zimmer, Leute, weil hier ist es extrem ordentlich. Ja. Maybe unterm Bett, aber da hat sich auch niemand versteckt. In den Schränken vielleicht. Das ist vollkommen clean hier, das Zimmer, Leute. Hier ist also... Ah! Zeh angestoßen! Au! Okay. Hier ist auch niemand... Ah, shit. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir eine Etage nach oben und gucken mal hier. Also das Versteck von Jan war ja auf jeden Fall gerade top-notch lost. Schauen wir mal hier. Na, no, das ist clean. Diese Tür hier, die war eben nicht zu.
Jan, habe ich gerade einfach schon wieder gehört. Ich weiß nicht, ob es überhaupt sinnvoll ist, mit ihm Verstecken zu spielen. Aber ich weiß auch nicht von wo. Lass uns weiter schauen. Nice, okay. Sieht auch clean aus. Wäre natürlich auch ein. Ja, okay. Hi. Ich habe versucht, unter das Sofa zu gehen, aber auch das hat nicht geklappt. Also, Bro, Verstecken ist nicht so deins, oder? Also, als wir das bei Chrissy Rock gespielt haben, habe ich sogar gewonnen. Gib dir noch eine Chance. Noch eine dritte. Okay, ja, wir sagen den anderen ab, dass ich schon gefunden habe, okay? Okay. Okay. Penis! Wir haben noch niemanden gefunden bis dato. Machen wir einfach weiter. Ich gehe noch mal ins Gleiche. Also, ich bin jetzt einfach wieder ins gleiche Versteck gegangen. Ich denke nicht, dass er mich noch mal hier suchen wird. Kackermaus! Alarm! Ich halte die Luft an. Er sieht mich jetzt safe nicht mehr. Ha, ha! Ich bin hier! Na! Als ob sich alle auf dieser Etage hier versteckt haben. Ja, okay. Hier ist mir jetzt schon direkt klar, wo sich jemand versteckt hat, Leute. Es ist halt ein sehr gutes Versteck, das kann man nicht anders sagen. Aber ist natürlich klar, dass ich hier drücke. Niemand befindet? Lol, what the fuck? Ist das jemand? Hallo? Das ist doch ein Arsch. Ja, okay. Das war ein Arsch in Ruhe. Ey, Bro, ich bin extra nochmal unter diese Decke hier gegangen. Ich dachte einfach, hier liegt eine Leiche, Junge. Hey, aber wie gut ist das Bett eigentlich? Aber es ist halt zu obvious irgendwie. Ja, das stimmt. Gut, schauen wir mal in die Schränke. Auch so richtig. Hier ist aber auch jemand anders. Nie? Also, ich hab zumindest mal an der. Dann haben wir schon mal zwei Leute noch. Als ob ich der Erste war. Natürlich warst du der Erste, Alter. Versteck. Lass uns mal hier das Badezimmer auschecken. Vielleicht ist hier jemand drin. Junge, das wäre zu krank. Warte. Nein, auch hier ist niemand. Alter, hier ist keiner. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe da gerade jemanden gehört. Und zwar wäre es ja extrem dumm, wenn sich hier jemand unter dem Bett versteckt, oder? Oder hinter den Vorhängen. Nein. Okay. Warte mal, es ist dein Zimmer, ne? Ja. Wo es eh spukt. Wo dieser... Tobi, ich hab hier gerade wirklich jemanden gehört. Okay, hier auf jeden Fall niemand. Wobei, hier die Schränke. Nee, da ist niemand. Ich hab's selber gerade gesehen. Da ist mal nur was von mir drin. Ist das ein Kind? Ja. Tobi. Daves Zimmer ist das hier, ne? What the fuck? Dave! Was ist das? Dave! Hey, das Zimmer ist auch, glaube ich, clean, ne? Ja. Okay, krass. Lass uns weiter hochgehen. Ich weiß, wo halt sich Leute versteckt haben, halt, ja, ne, am Dach. Digga. Auf dem Dach, glaube ich, auch. Dave wahrscheinlich auf jeden Fall. Ob ich niemand. Ja, Leute, es ist halt auf, ne? Extrem clean euer Zimmer gerade. Ey, wir hatten keine Schränke. Was können wir denn dafür? Ihr habt keine Schränke, oder? Lol, die sehe ich jetzt das erste Mal. Ich schwöre bei Gott. Meinst du, da ist jemand drin? Ich glaube nicht, dass sie aufgehen. Ich bin ja zugeschlossen. Wenn die Person sich darin eingeschlossen hat, dummerweise. Stimmt. Dann ist sie tot. Ah, hier ist jemand. Tobi, das ist ein Spiegel. Oh Mann. Oh Mann. Im Garten, maybe? Safe ist einer in den Garten gelaufen, okay. Du hast bestimmt keinen Bock zu klettern, oder? Ich muss aber aufs Dach, weil da jemand sein wird, Alter, ich sag's dir. No way. Niemand da? Also außer ein paar Bierflaschen, die schon vom Vormieter waren, nicht von uns. Zu krank. Zu krank. Junge, was? Was, Alter? Was? Ja, ey, Alter, es wird hinterher. Dave, dein Feuerzeug zurück! Was? Wenigstens das Feuerzeug und nicht ich, Alter. Ich bin hier gerade schon so runtergeslagen. Next Level Move wäre gewesen, wenn du auf das nächste Dach draufgegangen wärst. Digga. Junge. Schaut euch das doch bitte an, wo diese beiden sich versteckt Digga, haben. Digga, Retalk. Ich wollte noch da hinten weiter mich da hinten runterlegen, aber es hätte nicht gezählt. Doch. Echt? Im ganzen Barrio sich verstecken hier, Alter. So viel auf jeden Fall zum Dach. Mach das natürlich nicht nach. Ey, wo ist denn jetzt Tim? Okay, wir müssen jetzt Jan und Tim nochmal finden. Das Haus ist aber so riesig auch. Das Zimmer. Oh mein Gott, bin ich dumm? Ich hab hier nicht hintergeguckt. Ja! Ah, ich hab hier endlich hintergeguckt, Junge, wie hohl! Jetzt müssen wir nur noch Jan finden. Alter, ich bin immer die vorbeigelaufen. Hast du das wieder von hinten gesehen? Wie krass, Mann, wie krass. Junge, Daves Versteck, komplett geisteskrank. Ich sag jetzt nicht, Jan ist wieder hier dran. Was? Alter. Hast du gedacht, wenn ich jetzt so? Ja, so. Okay, das ist ein bisschen auffällig. Boah, hier riecht es ein bisschen drin, ne? Ja, und es ist heiß hier drin. Ja, mach wieder zu, am besten. Wir waren einfach drin gewohnt, okay. Jetzt mit dem Handy habe ich gar nicht bedacht. Ich habe gedacht, es wäre deutlich schwieriger. Scheinbar ging es doch viel, viel besser. Dave auf jeden Fall in Zellen versteckt. Tim auch an der Stelle. Max, deins war echt beschissen. Mann. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle raus, meine Freunde, wenn ihr mehr Verstecken sehen wollt, ohne Jan und Tim.
Lasst einfach noch rum da. Nein, Joke. Die beiden fliegen nämlich jetzt nach Hause leider und wir verabschieden uns an der Stelle gebührend. Jo, lass mal. An der Stelle riesiges Shoutout für das iPhone. Ne? Ja, ja. Ich bin damit raus, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Saroni! Tschüss.